Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTumer wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Star Roads. Wir haben nur noch einen großen Kurs vor uns und waren im letzten Kurs in einer Space-Welt. Und jetzt geht es hier weiter. Genau, wir haben hier noch den Toad gefunden und ich bin hier aus Neugier hier hochgekommen und hier war eine Kanone. Mal gucken, wo die uns hinführt. Wahrscheinlich zu einem geheimen Stern, oder? Oh, kann ich noch hören? Nö. Okay, das Einzige, was ich jetzt mir vorstellen kann, ist, dass ich da hoch muss. Ah, das ist ordentlich weit weg. Schießen wir mal. Ja, und das ist gut. Und wo? Oh. Oh, Spezial. Ey. Das ist auch aus Mario World, ne? Nice. Ha! Mit Leben, aber keinem Stern. Ich habe jetzt hier mit einem Stern gerechnet, aber... Ja gut, dann eben kein Stern. Ah, cooles Secret. Cooles Secret, nice. Sehr schön, komme ich hier wieder auch zurück. Yeah. Und... Genau, jetzt kann ich hier Weitsprünge machen. Perfekt. Ja, zwei geheime Sterne fehlen noch. Und einer ist ja in der Bowser Stage und den anderen habe ich da vermutet. Aber dann habe ich wohl noch einen verpasst. Aber egal, den werden wir dann im, ja, vorletzten Part nachholen. Ne? Nach dem Part gibt es ja einen Stream, wo ich noch die 100 Coins und Red Coins in einigen Stages sammle. Und dann der Bowser. Aber jetzt... Jetzt gehen wir erstmal hier hin und wir haben die Bob-Omb Battle Factory. Sehr schön. Und das ist doch diese... Ah, wie heißt die Galaxy? Battle Rock Galaxy, ne? Oder? Ich glaube schon. Ja, passt auch hier definitiv. Und hier wird's bombig. Aber das ist Kurs 14. Ja, wir sind beim letzten Mal in Kurs 15 reingegangen. Ja, das heißt, dieser Kurs ist etwas einfacher. Nee, wahrscheinlich nicht. Dann kann ich mich hier hochtreten, ja. Aber nicht lange. Oh mein Gott. Ja, dieser Kurs, der wird auf jeden Fall mich umbringen. Und ja, da ist wieder Gift und Wind. Wind natürlich, der random kommt. Alles klar. Oder ist das random? Nee, das ist so ein Lüftungsding. Okay, doch nicht random. Ich nehme die Anschuldigung zurück. Definitiv. Und ja, herzlich willkommen an alle Zuschauer, willkommen auch an alle Neuen. Danke für euer Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und vielen Dank auch wie immer für alle Däumchen nach oben. Und da ist es passiert, sehr gut. Oder nicht gut. Aber da war klar, dass wir da sterben. War ich ein bisschen zu voreilig. Ist, denke ich, aber nicht schlimm. Ich denke, die 100 Münzen machen wir jetzt hier definitiv nicht. Vor allem die Red Coins, die machen wir hier definitiv nicht, oder? Ja, mal gucken. So, wir gehen mal in die Tür rein. Können wir da rein? Tür ist verschlossen. Ah, warte. Es gibt einen anderen Eingang. Im Klummigarten? Das ist die Geisterwelt, ne? Hast du es gefunden? Und... muss jede dunkle Ecke in... dem Garten durchsuchen. Ist das ein Hinweis auf den Vanish Cap Schalter? Ich weiß nicht. Eventuell ist da noch ein geheimer Eingang. Okay, das ist jetzt verwirrend. Wir behalten das auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich da nochmal hin muss. Aber okay. Dann machen wir das halt und... Oh, oh, oh. Von diesen Dingern muss man Angst haben. Die schleudern einen weg. Und das will man nicht. Nee. Red Coin? Nein. Komm ich hier weiter? Kann ich hier hochrennen jetzt? Ja, das hat er so einprogrammiert, dass ich wohl hier laufen kann. Sehr gut. Da fühlt man sich ja wirklich fast in den Mario Galaxy. Und hier kann ich nicht laufen. Ja, super. Na, super. Oh, aber Fly Guy.
Flyer gerettet. Mario. Sehr gut. Das war garantiert so gewollt, klar. Definitiv. Alles so geplant. So. Das ist sehr, sehr, sehr komisch. Ich wette, ich laufe jetzt hier in einen Stern rein. Oder? Mario. Ja, Mario fliegt einfach runter. Gut. So, ich glaube, man soll hier einen Weitsprung machen. Genau, dann kommt man hier hin. Und den Flyguy, den bringen wir definitiv um. Vor allem, wenn der uns angreift. Nee, das ist nicht schön. So, sehr gut. Mario ist ja gerade eben komisch runtergeflogen. Ich hoffe, das lässt er jetzt sein. Ne, Mario? Das lassen wir jetzt sein. Kann ich auf dem Dach laufen? Nein, kann ich nicht. Ja, super. Ich weiß auch nicht, wo ich mich hintreten soll. Das ist ein bisschen komisch. Sehr komisch. Vielleicht... Ja, da hinten drüber. Wobei... Ja, er fliegt irgendwie komisch runter. Es ist doof. Die Stelle ist doof. Vielleicht mache ich auch erstmal was anderes. Genau. Oder wir gehen da nochmal hin. So, ich denke, ich muss auf das... Ich muss mich rechts halten, weil auf das andere Gebäude komme ich ja so. Ja, aber ich sehe halt nicht, wo ich hin muss, ne? Ja, toll, jetzt bin ich hier. Ja. Aber der Weg ist sicherlich nicht umsonst. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber gut. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Oder muss ich doch da aufs andere Dach? Das, ja. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber okay. Gut. Da rutsche ich runter, ne? Da rutsche ich runter. Das lassen wir mal sein und da fallen wir runter. Okay. Der Kurs ist gemein, auch wenn er nicht so gemein aussieht. Aber ist auch ein bisschen verbuggt. Glitscht. Kleines bisschen, ne? So, eine Blue Coin. Okay, 4 insgesamt, würde ich schätzen. Ja. Aber die 100 Münzen sammeln wir nicht. Aber es ist trotzdem immer ganz gut, wenn man schon weiß, wo die blauen Münzen sind. Warnung. In der Röhre. Da darfst du noch nicht rein, ist nicht sicher. Wirklich nicht? Vielleicht erst mit einem anderen Stern. Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, aber hier ist ein Stern. Da hinten ist auch ein Stern. Gut, und... Ach, da ist auf dem Dach ist doch ein Stern. Da waren wir doch in der Nähe. Okay, den hole ich mir jetzt. Aber wo war der bitte schön? Der war wohl... in einem toten Winkel, würde ich jetzt mal vermuten. Alles klar. Wall Kick up the Tower. Ja, das ist sicherlich nicht der Stern, aber den holen wir uns. Ach, lol. Ich muss gar nicht aufs Dach. Ich muss einfach nur noch mal nach rechts. Ach, komm, ist das lame. Und ich mache mir hier meine Gedanken und dann ist der Stern einfach rechts. Alles klar, Spiel. Ja, dann holen wir uns den Stern. Ja, kommt man aber auch nicht direkt drauf, die Kamera dann nochmal zu drehen. Okay, fies. Fies, 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 aber wir haben ihn. Perfekt. Und Swirly Suction Wall. Okay. Ja, die Wand war auf jeden Fall verglitscht. Und jetzt auf den Tower drauf. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ich denke, ich halte mich jetzt mal links. Und versuche das Gebäude zu besteigen, ne? Ich denke, das ist eine gute Idee. Die Frage ist, wo? Da könnte ich Wallkicks machen. Ja, sind auch Münzen. Geht das? Das geht. Das geht, sehr schön. Und jetzt sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Gebäude, ne? Oh, nee, noch nicht, aber so halb. Halbwegs. Da ist noch eine Red Coin, ja. Ist gut, wenn man die Red Coins schon mal alle zumindest einmal gesehen hat, dann weiß man,
wo die sind, wenn wir sie sammeln. Wobei ich mir auch durchaus vorstellen kann, die nicht in Kombination mit den 100 zu sammeln. So, was ist denn jetzt hier los? Das ist aber nicht der Wandsprungstern. Ja, Abkürzungen können tödlich sein. Das weiß ich, das weiß ich. Das braucht mir das Schild nicht zu sagen. Aber ich glaube, das Schild will verhindern, dass ich hier so einen Weitsprung mache, ne? Ja gut, dann lassen wir das erstmal. Das geht bestimmt. Das geht bestimmt. Und wo sind wir jetzt? Da können wir auch Wandsprünge machen, ne? Oder? Können wir hier hoch? Hier können wir hoch, glaube ich. Ja, sehr gut. Ah, hier war ich doch schon, oder? Ja, oder nicht? Oh, ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren. Aber hier war ich einmal schon. Doch, doch. So, genau. Und hier kommen wir nicht hoch. Nö. Okay. Genau, ich muss auf den anderen Turm. Ja. Auf den anderen Turm und der ist hier. Genau, da ist der Stern, den wir wollen. Und den kriegen wir doch. So. Ich kann ja Wandsprünge. Unter normalen Umständen. Ja, sehr gut. Münzen. Ja, brauchen wir nicht. Leben brauchen wir auch nicht. Wir haben uns ja am Anfang des Videos einige geholt. Mit dem echt coolen Secret. Da gibt es noch mehr von solchen Secrets. So. Muss ich da auf den Turm? Ich glaube, ich muss auf den Turm drauf, ne? Ja. Glaube schon. Wenn Mario mal hochspringen würde. Das wäre sehr lieb von dir, Mario. Please. Mach einen Sprung, danke. Geht doch. Und, ups. Salto auf den Turm. Kein Problem. Ist hier noch ein Red Coin? Kann ja sein, ne? Aber nö, nö, nö. Okay. Gut. Jetzt haben wir noch den Kran und diese eine Röhre und die eine Tür. Mal gucken, ob wir jetzt auch Missionsbeschreibungen kriegen. Careful Crane Climber. Okay, das ist der Kranstern. Gehen wir mal zu dem Kran hin, würde ich sagen, ne? Ah ja, okay, hier ist ein Weg. Und da ist auch die passende Plattform für Kettenhund. Und oh Gott, 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 oh Gott. So, ich brauche einen Plan. Genau, hier muss ich hoch. So, wenn ich runtergehe, dann bewegt sich die Plattform trotzdem. Aber das ist, denke ich, egal. Ja, und ich glaube, ich muss an den Haken, oder? Ich glaube schon. Das tun wir doch mal. Oder? Oder hier hoch. Ne, ich muss an den Haken ran. Wehe, das geht nicht. Eins, zwei. Ja, doch, das geht. Sehr gut. Sehr schön. Und hier hoch. Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und kann ich da laufen? Weiß nicht. Wir machen mal das hier. Ja, das ist sicherer. Und dann haben wir den Kranstern. Okay, chillig. Nice. Perfekt. Wir kommen echt gut voran. Und jetzt fehlen noch zwei Sterne hier, ne? Genau. Gucken, was die nächste Mission ist. Rusty Red Coins. Nee. Die will ich eigentlich nicht machen. Das ist ein bisschen doof. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in diese eine unsichere Röhre. Und gucken mal, ob die wirklich so unsicher ist, ne? So, wo war denn die Röhre? Hier, oder? Genau. Da ist auch noch eine Red Coin. Was ist das? Wo ist die? Oh, ich glaube, da komme ich mit der Röhre hin, oder? Wir gehen mal rein und gucken. Ja, wir sterben natürlich direkt. Alles klar, alles klar. Ja, theoretisch müssen wir jetzt die Red Coins machen, ne? Und dann gibt es nur noch einen Stern. Oh. Ich vermute,
dass wir in diesem Klummigarten, also in dieser Geisterwelt, irgendwie das Gift ablassen können. Das ist meine Vermutung. Ja. Wahrscheinlich, oder? Und dann kommen wir da in die Röhre rein und können uns dann den Stern holen. Klingt das gut? Das klingt gut, oder? So, und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir uns tatsächlich die Red Coins holen, oder? Klingt das nach einem guten Vorschlag? Ups, aufpassen. Und eventuell, das ist meine Hoffnung, kriegen wir noch einen Hinweis auf den letzten Stern. Sprich, wo wir genau suchen müssen in dem Klummigarten. Klingt das nach einem guten Plan? Ich denke schon. Und ich vermute ja, dass wir in der Vanish Cap irgendwo noch was suchen müssen. Ja. Es war ja von einem dunklen Pfad die Rede. Ja, das kann eigentlich nur die Vanish Cap sein. Allerdings, ist da irgendwas offen jetzt? Oder kann man da irgendwas machen? Das ist die Frage, ne? So, hier ist noch eine Red Coin. Und oh, bei dem Kran ist auch noch eine Red Coin, ne? Ja, und ich muss hier höllisch aufpassen. Vor diesen Viechern, definitiv. Und ich glaube, da unten war auch noch eine Red Coin, oder? Ja, da unten war noch eine. Ziemlich sicher. Und aufpassen. Ich will hier nicht abkratzen. Und die Bombe macht alles kaputt. Das ist gut. Und ja, da in dem Gift. In dem Gift. Und ich krieg nichts von hier. Ich glaube, hier mache ich mal ein Safe State. Sehr gut. Ich hoffe aber, dass ich den nicht unbedingt brauche. Aber ich will hier nicht nochmal alles doppelt und dreifach machen. Nee. So, hier, die nehmen wir mit. Ketten uns. Danke dir für dein Geld. Und, oh, da bei dem Kran ist auch noch was. Ja, jetzt haben wir ja schon fast die 100 Münzen, ne? Genau, es gibt ja noch den blauen Münzschalter. Das sind ja schon 20. Und, ja, die restlichen Red Coins. Ja, komm, wir haben die 100 Münzen. Wir machen die einfach hier parallel mit. Ich denke, das bietet sich sehr gut an. Wir müssen nur hier aufpassen. Die nehme ich alle mit. Und Mario, bitte steuer richtig. Das wär cool. Weil in der Giftkotte nutze ich das Ding ja eigentlich nicht mehr. Also im Originalspiel. Da gibt es tatsächlich auch so eine Plattform. Und jo. Diese Plattform nutze ich ja eigentlich gar nicht mehr in der Giftkotte. Bei den 120er Runs. Nee. Die Red Coins kann man schneller holen. Oh Gott. Aber ich kann trotzdem mit der Plattform umgehen, oder? Ja, können wir. Sehr gut. Ich hoffe, die geht nicht kaputt nach einer bestimmten Anzahl von Kollisionen. Aber ich glaube nicht. Nee. Das sollte so passen. Sehr schön. Und dann rennen wir hier hoch. Puh. Oh Gott. Den Typen, den wollen wir nicht begegnen. Nein. Weg von dem Typen. Der ist nicht nett zu uns. Definitiv nicht. Und die Bombe. Lebst du überhaupt? Ja, sie lebt. Aber hatte keinen Inhalt mehr. Gut, Ist okay. Oh mein Gott. Und oh, stimmt, da unten bei den Kisten sind auch noch. Ist auch noch eine Red Coin, ne? Ja, dann fehlen noch zwei. Zwei Stück, die kriegen wir doch, oder? Ist hier Geld drin? Hier ist irgendwo Geld drin. Jawohl, definitiv. Ja, und mit den blauen Münzen haben wir es ja dann schon fast eigentlich. Da könnten wir runterrutschen. Das lassen wir aber noch sein, denke ich. Ja, wir gehen mal zu dem blauen Schalter, würde ich sagen. Jupp. Ja. Und der war ja rechts, ne? Aber keine Ahnung. Hier irgendwo. Noch mehr Münzen und die Münzen sammle ich nicht. Die sind mir zu gefährlich. So, ja. Ich will hier nicht von irgendjemandem runtergestoßen werden. Nee. Definitiv nicht.
So, Nummer 6. Ich glaube, auf so einem Geländer war noch eine. Aber das sieht ein bisschen gefährlich aus. Tatsächlich. Wo bin ich hier überhaupt? Aber hier kann ich runterspringen, oder? Hier müsste ich runterspringen können. Ja. Sollte gehen, ich mache hier auch nochmal einen. So. Und ja, passt. Nummer 7. Oder kann ich jetzt hier in den Stern springen? Nö, kann ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall die Röhre, die befreit werden muss von dem Gift. Und auch die 5 Münzen sind mir ein bisschen unsicher. Die lasse ich mal Münzen sein. Definitiv. Wir gehen weiter nach oben. Und, hier hin, oder? Ja. Zum blauen Schalter am besten. Genau, die Red Coins, die haben wir alle. Fehlt nur noch... Fehlen nur noch ein paar hundert Münzen. So, aber die kriegen wir hier. Ja, 5 Stück. Und dann noch 20 mit dem blauen. Gibt's hier noch Münzen? Nein, natürlich nicht. Oh doch, doch, hier gibt's noch Münzen. So, und auf der anderen Seite auch noch. Ja, und sogar 10. Ja, gut, gut. Ich dachte jetzt, da wären nur 3 drin. Aber wenn da 10 Stück sind, ja, dann... Dann passt das. Perfekt. Dann haben wir die 100 Münzen auch voll. Sehr gut. Ging ja relativ chillig. Here we go. Sehr schön. Und jetzt fehlt noch die letzte rote Münze. Und die müsste ja an den Boxen vom Start sein, ne? Ja, und... Oh mein Gott, der Wind. Dieser Wind. Und hier sind irgendwo Kugeln. Ja, von denen sollten wir uns nicht treffen lassen. Hier können wir runterrutschen. Mehr oder weniger. Ja, aufpassen auf die Kugeln. Ja. Können einen durchaus noch runterknallen. Das wollen wir nicht. Ach, hier ist die letzte Münze. Perfekt. Und der Stern ist da bei dem Gift. Jawohl, den kriegen wir easy. Und ich würde sagen... Ja, der ist ja schon da. Brauche gar nicht schneiden. Perfekt. Dann bin ich jetzt gespannt, ob wir noch einen weiteren Hinweis kriegen. Auf den letzten Stern. The Engine Leak. Ja, leider kein Leak für den Stern. Aber wir müssen in den Klumigarten und bin mir ziemlich sicher, dass wir im Vanish Cap Schalter Raum irgendwas machen müssen. Ja. Aber mal gucken. Vielleicht hat sich auch irgendwas anderes jetzt ergeben. Ist das hier wirklich... War das wirklich ein Hinweis auf die Vanish Cap? Müsste jetzt irgendwas offen sein, oder? Irgendwas, aber hier kann ich ja nicht durch. Das ergibt irgendwie... nicht so wirklich einen Sinn, oder? Nee. Das ist sehr, sehr, sehr merkwürdig. Nee, da ist nur ein Leben. Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich suchen soll. Ich habe ja überhaupt keinen Anhaltspunkt. Und hier durch kann ich ja nicht, ne? Nö. Das ist geschlossen. Okay. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist doch nicht der Vanish Cap Schalter gemeint. Vielleicht doch irgendwas anderes? Ich habe keine Ahnung, ey. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber irgendwo müsste ja ein Schalter sein, der das Gift ablässt. Keine Ahnung. Da bin ich ein bisschen überfragt. Guck hier noch ein bisschen rum. Also ich glaube, hier ist nichts. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Doch hier irgendwo... Ist ja auch alles dunkel. Oh, jetzt bin ich mir nicht so sicher. Hat er geschrieben in? Im Dunklen? Oder im Klumigarten? Oder auch kann das auch hier sein? Weil ein Secret Star fehlt ja noch. Aber das hat ja dann nichts zu tun mit dem einen Stern. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Keine Ahnung. Bin überfragt. Das ist sehr, sehr komisch. Ich denke, da brauche ich eure Hilfe dann.
Genau. Ich würde sagen, schreibt mir gerne die Lösung in die Kommentare. Aber ich glaube, hier ist nix. Es könnte halt sein, ne? Aber... Das fühlt sich so komisch an. Nee. Aber ja, ein geheimer Stern fehlt noch. Oder im finalen Kurs sind zwei. Im finalen Bowser-Kurs. Kann auch sein. Egal. Wie dem auch sei, ich würde sagen, ich beende jetzt den Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Danke für Daumen hoch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Das wird ein Live-Part sein. Und dann kommt das große Finale und dann noch der Rest, ne? Sehr schön. Bis dann, macht's gut, euer BlueX2 und ciao.